Der öffentliche Nahverkehr in Darmstadt läuft ungehindert, obwohl der Betreiber HEAG Mobilo von Hackern angegriffen wurde. Auch der Energieversorger Entega wurde digital überfallen. Internetseiten und E-Mail-Verkehr sind seitdem lahmgelegt. Tatsächlich hat sich das im wirklichen Leben nur in Anführungszeichen auf meine Kolleginnen und Kollegen ausgewirkt. Die konnten eben nicht mehr digital arbeiten, keine E-Mails versenden, nicht auf Dokumente zugreifen. Gott sei Dank hat es sich auf die Versorgung nicht ausgewirkt. Wir haben also keine Probleme mit Strom, Gas und Wassernetzen. Und das war auch unser wichtigstes Anliegen. Der Grund ist ein Hackerangriff auf den gemeinsamen IT-Dienstleister Count & Care in Darmstadt. Das Unternehmen erstattete Anzeige und das Land Hessen wurde alarmiert. Die Experten von 3C, dem Cyberkompetenzcenter des hessischen Innenministeriums, übernahmen den Fall. Bei Count & Care war es eine Ransomware-Attacke, das heißt eine Erpressungsattacke mit dem Ziel, dort eben Geld zu erpressen. Wir haben ein mobiles Team, was ausrücken kann, was also vor Ort helfen kann mit Kompetenz, mit Sachkunde, mit Erfahrung, sodass wir sehr früh als Land Hessen dem Unternehmen helfen konnten. In ganz Hessen waren kommunale Betriebe betroffen, nicht nur in Darmstadt. Auch die Frankfurter Entsorgungsbetriebe, die Kasseler Stadtwerke und zahlreiche Kommunalverwaltungen im Odenwald registrierten Ausfälle ihrer Systeme. Der Leiter der Spezialabteilung Cybercrime beim Bundeskriminalamt ist solchen Ransomware-Attacken schon lange auf der Spur. Und die Krisen machen es den Kriminellen noch leichter. Es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass durch die Rahmenbedingungen, die bei der Pandemie gegolten haben, nämlich schnell ins Homeoffice, schnell Umstellung auf remote Arbeitsstrukturen, die Täter mehr Möglichkeiten gesehen haben, Ziele anzugreifen. Dann haben auch jetzt die Kriegshandlungen dazu geführt, dass hier mehr Aktionen von Tätern stattfinden. Und dann kommt noch dazu, dass hohe Gewinne erzielt werden können. Und das, was wir heute erleben, das wird morgen das neue Normal sein. Die Energie- und Versorgungswirtschaft gehört zu den sogenannten sensiblen Infrastrukturen, die nun auch aus politischen Gründen im Fokus russischer und chinesischer Hacker stehen. Wir werden natürlich wie die gesamte Energiewirtschaft dauerhaft angegriffen, können aber Gott sei Dank die meisten Fälle abwehren. Das ist jetzt bei dem Ausmaß an krimineller Energie, das da an den Tag gelegt worden ist, leider nicht gelungen. Ein Worst-Case-Szenario blieb bisher aus. Doch es ist die bisher wohl heftigste Cyberattacke in Darmstadt, die durchkam. Und es wird nicht die letzte sein.